Und es geht auch weiter mit Harvest Moon zu einer nächsten Folge. Also dann lege ich mich einfach mal schlafen. Wir haben ja an diesem Tag schon alles erledigt. Und ich hoffe, ich habe die Begrüßung jetzt eben richtig gesetzt. Das war fast genau bei 15 Minuten Aufnahme. Ein bisschen früher. Ich mag das ja eigentlich ganz gerne, wenn man sich wenn der Let's Player die Zuschauer zu jeder Folge begrüßt. Ich kann das nur halt nicht immer machen, weil ich nicht immer weiß, wo ich den Cut setze. Dann kann ich schlecht sagen, ja genau, hier kann ich sagen, hallo. Das versteht ihr sicher, das ist ein kleines Problemchen. But I try to do it. So, ihr lieben Hühner, hallo. Mist, ich habe vergessen, den Strubbelhandschuh anzuziehen. Wie gut, dass man mehrere Chancen hat oder so viele Versuche hat, wie man will, einen Huhn hochzuheben, wenn man noch nicht seinen Strubbelhandschuh hoch anhatte. Nee, das klang jetzt irgendwie nicht das, was es aussagen sollte. Oh, bei Dias. Also, wie gut, dass man einen Huhn... dass es nicht zählt, wenn man einen Huhn schon hochgehoben hat, wenn man den Strubbelhandschuh nicht anhatte. Das finde ich gut. So, jetzt ist es, glaube ich, etwas deutlicher geworden, was ich aussagen wollte. So. Und, wow, 9407 bei Finny. Nicht schlecht. Und dann du. Du bist wahrscheinlich Dahlia, wenn ich mich nicht täusche, aber ich bin mir nicht sicher. Du warst jedenfalls bei einem größeren Ei, deswegen glaube ich einfach mal, du bist Dahlia. Na komm schon. Ja, prima. 9591. Ja, bei Dahlia. Das ist doch prima. Okay, das Huhn hat sich bewegt. Also nehme ich das mal. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht nehmen, aber war doch das Richtige. Hatte ich mich doch vertan. Das andere sah so ein bisschen so aus, als hätte sich das da hingeschlichen. Und wollte vor mir weg, bloß nicht gestreichelt werden. Schade. Tut mir leid, Kevin. Ach Mensch. Dann mal ab zu unserer Farm. Gießkanne ausrüsten. Flupp. Und dann ab nach... Oder ich weiß gar nicht mehr, wie viele Felder hatten wir denn hier? Auf jeden Fall mehr. Ja, auf jeden Fall mehr. Viel mehr. Soll ich gleichzeitig auch noch hier anbauen? Ich weiß nicht, ob das unsere Ausdauer mitmacht. Ich meine, wir hätten ja noch Bodychizer. Ich lasse es jetzt erstmal einfach so. So viel Geld müssen wir ja gar nicht verdienen, bis wir dann unseren Keller haben. Das ist ja gar nicht so das Problem. Wenn wir dann erstmal den Keller haben, ich muss euch vorwarnen, der Keller ist nicht sonderlich groß. Das ist er wirklich nicht. Dafür kann man verschiedene Kelleretagen haben. Braucht aber für jeden auch eine Sonne. Götz gibt einem nur beim ersten Mal eine Sonne. Das bedeutet, es lohnt sich wirklich im Keller mit Levelfrüchten zu arbeiten. Und da wirklich richtig, weil im Keller können die, solange die Sonne aktiv ist, also es gibt eine Sommersonne, also angefangen chronologisch eine Frühlingssonne, eine Sommersonne, Herbstsonne und eine Wintersonne, wobei die Wintersonne nichts bringt, da im Winter nichts wächst bei Harvest Moon. Also die ist einfach nur zur Vervollständigung drin und als kleines Gimmick. So als kleines Easter Egg oder so, oder wie auch immer man das in dem Falle nennt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und diese Sonnen, solange die drin sind, also da gibt es so einen Sonnenkollektor, also nee, so einen Sonnenschüssel oder was auch immer, so eine Sonnenschale, Sonnenkasten oder so, da kann man dann eine der Sonnen reinlegen. Und solange diese Sonne da drin ist, kann man solange man will, jegliche Pflanze dieser Jahreszeit anpflanzen und die geht auch nicht kaputt, weil die Jahreszeit im Keller dann niemals endet. Also ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich erklärt, aber das ist ja eigentlich nichts Kompliziertes. Ich erkläre nur manchmal irgendwie Dinge, die völlig falsch sind. Also ich versuche das Richtige zu meinen, sagt dann aber das völlig Falsche. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr einfach in die Kommentare schreiben. Oder ihr könnt auch ein Harvest Moon DS Wiki oder so nachlesen. Oder Harvest Moon Forever, auf die Seite verweise ich ja ganz gerne. Da hole ich mir auch immer meine Tipps von. Dann lege ich mich mal schlafen. Nee, Celia. Fast vergessen. Und Van ist auch noch heute dran. Genau. Mann, ich bin so vergesslich. Das gibt's ja echt nicht. Verschlossen, das ist ja prima. Verschlossen. Du.
Celia ist wahrscheinlich am Erntegöttinsee. Dann teleporte ich mich da einfach mal hin, aber hier ist sie nicht. Wo kann sie denn sein? Verschlossen und verschlossen. Wo ist sie denn? Celia? Hey. That's not fair. Where are you? Da ist Nami, aber Nami suche ich nicht. Celia. Wo könnte sie denn sein? Am Strand ist sie, glaube ich, nie, oder? Oder irre ich mich? Ich glaube, am Strand ist sie nie. Nee, hier ist nur Takakura. Hm. Ach, Mensch. Lumina. Aber keine Celia. Ach, auf dem Feld, natürlich. Ach, ich bin ja ein Schlaukopf, ey. Mann, ich suche jeden Ort ab, aber vergesse, dass sie auf dem Feld ist. Ach, Mensch. Ah. Mein Gedächtnis ist manchmal echt prima. So, dann mal schnell zu Van. Ich meine jedenfalls, dass er Van ausgesprochen wird. Hallo. Willkommen. Ich würde ganz gerne, wie immer, Objekte verkaufen. Und zwar alle, und zwar hier einmal die. 688 hier, das ist jetzt nicht die Welt, aber ich verkaufe es trotzdem mal. 1200, ja, der Preis ist auch in Ordnung. Und die hier, 1885, ja, das ist auch in Ordnung. Geschenke, Kleid. Nein. Nein, der Preis ist nicht in Ordnung. Das kann ich lieber Celia schenken. So ein Kleid. Ich könnte ja mal rein theoretisch unsere Pfirsiche verkaufen. 5135, nicht schlecht. Ja, der Preis ist in Ordnung. Naja, aber wenn man überlegt, das war 2 Jahre. Das kann ich von dir nicht kaufen, das ist schade. 1976, der Preis ist auch in Ordnung. Wie viel zahlst du für die Eier? 1232, ja, der Preis ist auch in Ordnung. Dafür wird er viel zahlen. 12.996. Aber ich weiß nicht, das heilt so viel. Hm. Ich lasse die erstmal drin. Ich guck mal, wie viel wir für die Buchweizennudeln. Oh, nicht schlecht. Das verkaufe ich auf jeden Fall. Da mache ich eh nichts draus. Das ist nicht das Problemchen. Die Angel. Nein, die Angel. Ich wollte eigentlich nur gucken, was das für eine Angel ist und ob wir das Mistril schon verkaufen können. Aber das könnten wir eigentlich mal verkaufen. 640. Ist ja wohl ein Witz. Aber ich verkaufe es trotzdem. Okay, Van. Vielen Dank. 149.000. Dann brauchen wir ja nur noch 50.000. Latata. Okay, dann mal ab nach Hause. Hätten wir ja alles erledigt. Vielleicht sollte ich mal die Blumen sammeln und die verkaufen. Das wäre vielleicht auch ein bisschen was wert. Das mache ich jetzt einfach heute nochmal. Und Bambussprossen nehme ich auch mal mit. Auch wenn ich mich frage, wie die ganzen Sachen immer auf die Felder hier kommen. Das finde ich ein bisschen komisch. Ah, meine Stirn, hör auf zu jucken. Das ist ja wohl... ja wohl die Höhe. Die Höhe, die Höhe. So, hier sind auch noch ein paar. Nein, das wollte ich nicht, aber das muss ich einpacken, sonst kriegen wir Liebespunkteabzug bei Celia. Das wollen wir erst recht nicht. Auch wenn wir noch genügend Zeit haben eigentlich, bis wir ein rotes Herz bei ihr haben. Aber wir sehen es in einigen Teilen ja ein bisschen realistischer. Nicht, dass wir jetzt einfach mittendrin sagen, nee, die will ich nicht. Was ja schon ziemlich fies wäre, wenn man das recht bedenkt. Sondern wir bleiben ihr treu. Zumal die Umfrage auch eh abgeschlossen ist. Die Umfrage ist getane Sache. Aber ich will jetzt gar nicht so viel darin rumkramen.
So, Mist. Dann noch das hier. Das hier auch. Das hier auch. Das hier auch. Und dann noch, hier hin. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier und das hier. Okay, und dann nochmal hier gucken. Ach ja, hier gibt es ja immer so viele Blumen beim Erntegöttinsee. Ist ja auch kein Wunder. Ist ja schließlich eine Frau. Die mag sich ja Blumen. So, es ist 6.30 Uhr am Abend. Wir haben noch genügend Zeit. Wir kippen ja erst um 6 Uhr oder so um. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, um 6 Uhr kippen wir um. Mann, ist hier viel. Warum habe ich hier nicht vorher geguckt? Blumen bringen, wie gesagt, auch ein bisschen was. Oder recht viel, glaube ich sogar. Diese Blumen, die es im Herbst gibt, diese roten und blauen. Oder gibt es die im Sommer? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, die gibt es im Herbst. Die bringen ziemlich viel. Wenn ich mich nicht täusche, das habe ich letztens gelesen. Da bringt eine rote oder eine blaue. Eine von beiden bringt viel, die andere wenig. Also wirklich erheblich weniger als die andere. Mehr als das Doppelte oder so. Also mehr als das Doppelte des Preises der geringer Kostenden. So herum. Das andere wäre ja ein bisschen komisch. So. Oder sagen wir einfach so, die eine kostet mehr als das Doppelte als die andere. Oder kann man für mehr verkaufen? Dann werfe ich das einfach schon mal in die Verkaufsbox. Oder das mache ich morgen. Ich bin mir nämlich gerade unsicher, ob das in der Verkaufsbox bleibt, wenn Thomas schon weg ist. Da bin ich mir gerade wirklich ziemlich unsicher. Okay. Und dann hier raus. Latata. So, das kommt hier auch hin. Nein, das kommt... Na, komm schon. Das kommt hier hin, das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Hier noch was? Nee, hier habe ich dann nichts mehr. Dann ab zu meinen Hühnchen. Oh nein, ich habe vergessen zu füttern. Oh, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Verdammt. Tut mir leid, Hühnchen. Oh, tut mir leid. Komm mal her. Dafür strubbel ich dich ganz doll. Ich wusste, es geht nicht gut aus, wenn ich sie ins Zelt, wollte ich schon sagen, in den Stall setze. Das geht einfach nicht gut aus. So, 9250. Dann setze ich dich auch mal gleich wieder raus und mache dann gleich eine Aufnahmepause. So, die streichle ich auch mal schön. Dam, dam, dam. Falls ihr manchmal so einen kleinen Donnern hört oder so, das ist manchmal meine Maus, die gegen meine Tastatur knallt. So, 9473. So, freut euch schön, freut euch schön. Tut mir, wie gesagt, leid, dass ich euch vergessen habe zu füttern. Das kommt mir hoffentlich nicht mehr so häufig in Zukunft vor. Oder unterläuft mir in Zukunft nicht mehr so häufig, hoffe ich. So, noch ein rotes Herz. Das geht hier heute wie am Schnürchen. Aber jetzt wahrscheinlich, weil ich es gesagt habe, ist da wieder alles anders. So. Ah, gerade noch so mit 7 Punkten oder so. Oder ich weiß gar nicht, gibt es ab 9000 oder ab... Weil dann wäre es ab 8 Punkten. Oder gibt es ab 9001? Dann wäre es 7. Ich weiß es nicht. Das soll mich jetzt aber auch nicht kümmern. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.